Liebe Landsleute, nun ist es 25 Jahre her, dass die DDR in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt wurde. Der Unrechtsstaat mit seinem Spionagenetz, dem Abhören der Telefone, dem Mobbing von Andersdenkenden am Arbeitsplatz und dem Einheitsbrei der Medien wurde ruckzuck übernommen. Dieser Tag ist ein Grund zum Feiern. Das heißt im Klartext: Mit ihren Steuergeldern wurde der Unrechtsstaat aufgekauft und zu einem festen, unverrückbaren Bestandteil von NATO und freier Marktwirtschaft unter der Leitung alterfahrener Wirtschaftskapitäne wie Herrn Fitschen und Herrn Ackermann von der Deutschen Bank. Der erste CDU-Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, behauptet zwar, der Begriff Unrechtsstaat sei nur für die NS-Diktatur, aber nicht für die DDR passend, weil in der DDR auch ein Mord als Mord geahndet worden sei. Aber ist die Privatsphäre nicht genauso heilig wie ein Menschenleben? Mikrofone im eigenen Telefon nicht genauso schlimm wie eine Pistole am Kopf? Manche meinen, ich hätte mich darüber geärgert, als Helmut Kohl jüngst in seinen Memoiren geschrieben hat, ich hätte damals nicht mit Messer und Gabel essen können. Aber das hat ja gestimmt. Der Stalinismus war verrohend und wir aßen mit den Fingern. Aber heute sehen Sie, Herr Kohl, 25 Jahre deutsche Einheit und es geht doch. Seither haben wir das, was ich gerne eine marktförmige Demokratie nenne. Das heißt, die Interessen der Geldgeber, also derer, die sich krumm arbeiten, um dann ihr bisschen Reichtum in eine Bank, einen Konzern oder an der Börse zu investieren, werden mit ihren Interessen, meine lieben Wählerinnen und Wähler, wenn sie mich wählen zum Beispiel, in einen wunderbaren Einklang gebracht. Deutschland geht es gut. Auch wenn radikale Verschwörungstheoretiker bei Ihnen die Angst vor einer neuen Finanzkrise schüren, meine lieben Landsleute, damit Sie alle auf einmal Ihre Konten abheben und damit erst die Krise auslösen. Die Miesmacher benutzen dabei ein besonders perfides Instrument, dem wir leider alle nicht ausweichen können, die deutsche Sprache. Dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Was wir brauchen, ist nicht mehr Kritik, sondern mehr gesunden Menschenverstand. Und im 25. Jahr der deutschen Einheit sage ich, neue Worte braucht das Land. Ein einfacher Wortwechsel und schon sieht die Welt viel schöner aus und blühen die Landschaften noch leuchtender. So haben wir mit der deutschen Einheit aus dem Arbeitslosen den Kunden der Agentur für Arbeit gemacht. Und seither heißt bei der EU so ungefähr alles Agentur. Die EU-Agentur für Verteidigung zum Beispiel, das klingt nicht nur viel humaner als Kriegsministerium, das ist es auch. Wenn diese Agentur laut § 42 des Vertrages der Europäischen Union einen Faulenzerstaat im Süden immer wieder dazu drängt, dass er seine Waffen niemals veralten und seine Rüstung immer auf dem allerneuesten Stand hält. Wenn diese EU-Agentur zum Beispiel die Griechen zwang, modernste deutsche U-Boote zu kaufen, dann tat sie das nicht für Krieg, sondern für deutsche Exportgewinne und Konzernarbeitsplätze. Oder zum Beispiel die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen. Zu Deutsch Frontex, die darauf achtet, dass die permanente Aggression afrikanischer Sozialhilferäuber immer wieder im offenen Meer stecken blieb und Ihnen, meine lieben Steuerzahler, erspart bleibt. Wir brauchen nur moderne Worte dafür. Wenn Frontex schon nicht um das Kenternlassen dieser Sozialinvasoren drumherum kommt, dann sollten wir sie doch wenigstens politisch korrekt benennen. Also,
vor Lampedusa sind gestern nicht 237 Neger oder 237 Schwarze ertrunken, sondern 237 maximal Pigmentierte. Beim Finden angenehmer Worte, meine lieben Landsleute, sollten wir alle noch viel erfinderischer werden und vom Militär lernen. Wenn unsere amerikanischen Freunde jetzt zum Beispiel die Kurden bombardieren, obwohl sie die IS-Terrormilizen bombardieren sollten, dann ist das eben so, wie es der Volksmund sagt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wir nennen das längst Kollateralschaden. Oder sogar noch freundlicher, Friendly Fire. 25 Jahre deutsche Einheit. Und aus neuen deutschen Worten wurde eine neue deutsche Welle, die unsere Gegner hinwegspült. Und was übrig bleibt, das erledigt Mutti mit Messer und Gabel.